Du möchtest wissen, ob du jetzt in den Bitcoin investieren sollst oder nicht? Macht es Sinn? Auf was für Daten muss ich achten? Im nächsten Video nach dem Intro zeige ich dir, was für Daten ich berücksichtige und ob ich jetzt beispielsweise nach den aktuellen Daten den Bitcoin als eine gute oder schlechte Investition ansehe. Viel Spaß nach dem Intro. Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen zu diesem Video mit dem Thema: Soll ich Bitcoin kaufen? Soll ich in Bitcoin investieren? Und dazu kann ich keine Antwort geben im Sinne von Ja oder Nein, weil letztendlich es jedem seine eigene Entscheidung ist, ob er auch bereit ist, ein Risiko einzugehen. Weil letztendlich steckt hinter jeder Investition auch die Möglichkeit eines Totalverlusts. Dies erst mal vorab. Aber für diejenigen, die sagen, naja, Alex, wie würdest du denn an die Frage herangehen, dir zu überlegen, soll ich denn jetzt in den Bitcoin investieren oder nicht? Für diejenigen möchte ich gerne dieses Video machen und möchte ein paar Mal aufzeigen, was für Möglichkeiten es gibt, sich unterschiedliche eben Daten und Fakten erstmal aus dem Netz zu holen und darauf basierend dann eben eine Entscheidung zu treffen. Hierzu würde ich jetzt einfach wechseln. Und zwar beginne ich jetzt einfach mal plakativ mit einer der wichtigsten Seiten für diejenigen, die regelmäßig Kurse anschauen, nämlich CoinMarketCap. Wer die Seite noch nicht kennt, das ist die Seite, auf der man eben zu allen gängigen Kryptowährungen, die im Augenblick gelistet sind auf den größten Handelsplätzen, eben deren Marktvolumen und deren aktueller Durchschnittspreis sieht. Weil wir haben in der Regel bei einem dezentralen Netzwerk nicht einen einzigen Preis, sondern wir haben einen Preis einer auf den jeweiligen Kryptowährungsbörsen und daraus entsteht ein Durchschnittspreis. Wir können das hier mal beim Bitcoin sehen, der auf Platz 1 ist. Klicken wir mal drauf. Und dann sehen wir hier einmal den Chart. Wir sehen aber hier auch die Handelsplätze, auf denen der Bitcoin eben gehandelt werden kann. Ja, und hier sieht man eben auch das Volumen und den Preis auf dem jeweiligen Handelsplatz. Also erstmal zu diesem Verständnis, wodurch entsteht eigentlich der Preis? Eben durch Angebot und Nachfrage und eben auf verschiedenen Handelsplätzen überall auf der Welt. Lass uns jetzt mal gemeinsam erstmal ein paar grundlegende Daten anschauen, die immer wichtig sind für die Bewertung danach, davon, ob man eine Kryptowährung kauft oder nicht. Das bezieht sich jetzt in diesem Video vor allem auf den Bitcoin, weil der Bitcoin gilt als Leitwährung, weil es die erste Kryptowährung war, die bekannteste und mit der höchsten Marktkapitalisierung. Was bedeutet es? In dem Fall beschreibt eine Marktkapitalisierung die Anzahl der in der Kryptowährung verfügbaren Menge an Coins mal der aktuelle Preis. Und das ergibt eben eine Marktkapitalisierung. Anders wie das Volumen beschreibt die Menge der im 24 Stunden gehandelten Kryptowährung. Das heißt, es wurde für 5,1 Milliarden Dollar Bitcoin in den letzten 24 Stunden gehandelt. Erstmal wichtiger Faktor, wichtige Zahl, einfach mal Verständnis, 5,18 Milliarden Dollar wurden gehandelt für den Bitcoin. Diesmal als Gegenargumentation schon mal vorab, für die Leute, die sagen, der Bitcoin ist wertlos. Wert entsteht eben durch Angebot und Nachfrage und es handelt im Augenblick im Volumen von 5,18 Milliarden US-Dollar Leute den Bitcoin. Gleichzeitig definiert sich der Wert vor allem dadurch, dass man die Anzahl der Coins mal den aktuellen Handelspreiswert definiert und da haben wir eine Marketkapitalisierung von 62 Milliarden US-Dollar. Wichtig ist zu verstehen, und das sind die Sachen, die hier oben stehen, und zwar BTC Dominance. Das bedeutet die Dominanz im Verhältnis zu allen anderen Kryptowährungen. Der Bitcoin hat also 52,4% des gesamten Marktvolumens an aller Kryptowährungen. Man könnte im Prinzip sagen, alle anderen Kryptowährungen, die es sonst so am Markt gibt, haben in der Summe genauso viel Marktkapitalisierung wie der Bitcoin, bei einer Dominanz von 52,4% circa. Das ist also schon mal ein wichtiger Aspekt. Die Bitcoin-Dominanz ist ein ganz wichtiger Faktor, den sollte man sich anschauen. Sollte die Bitcoin-Dominanz fallen, beispielsweise
auf vielleicht 30 oder 20%, dann würde das ein ganz klares Signal dafür geben, dass eine andere Kryptowährung langfristig den Markt der Kryptowährung dominiert. Und das wäre sozusagen ein ganz schlechtes Signal für den Bitcoin als Leitwährung. Soweit verständlich. Das heißt, dieser Wert sollte man sich mal anschauen. Jetzt aber auch nochmal, wo gibt es denn noch Informationen zu dem Thema Bitcoin und dessen Wertentwicklung und dessen, was eigentlich passiert? Weil letztendlich, wenn ich mir überlege, wenn ich mein Unternehmen angucke und gucke, was hat der für einen Wert, was hat das Unternehmen für einen Wert, soll ich mir für diesem Unternehmen eine Aktie kaufen oder nicht, dann muss ich ja auch hergehen und mir mal die Fundamentalinformationen dieses Unternehmens anschauen. Ich schaue mir die letzte Bilanz an, ich schaue mir deren Produkte an, ich schaue mir den Markt an, in dem die Produkte sind. Und hierfür gibt es für den Bitcoin auch eine extrem interessante Plattform, nämlich auf blockchain.com. Bietet diese Plattform eben unglaublich wertvolle Informationen dazu an, was alles in diesem Blockchain-System, in diesem Netzwerk des Bitcoin so passiert. Die Daten, die man hier sieht, beziehen sich jetzt eben auf den Bitcoin und das ist eben sehr spannend. Lasst uns erstmal diese Daten anschauen, um eben auch da ein Gefühl zu bekommen, wie könnte sich der Bitcoin entwickeln und wo stehen wir heute im Markt. Zum einen sehen wir natürlich erst wieder den Preis. Wir sehen die Größe, durchschnittliche Größe eines Blocks. Das ist jetzt sehr technisch, aber erstmal gar nicht so wichtig. Und wir sehen, wir haben 308.000 Transaktionen pro Tag. Das ist vielleicht schon wieder eine Kenngröße, die sehr wichtig ist, aber in welchem Kontext die zu den bisherigen Transaktionsvolumina steht, die Information ist nochmal deutlich wichtiger. Die Mempool-Größe ist auch erstmal nicht so wichtig, die kommt auch später, wenn wir über das Thema Relation stehen. Das heißt, wie sah die Sache früher aus? Und wie sieht die Sache heute aus? Weil letztendlich, was wir versuchen und was wir tun, ist eine Ableitung dessen, was in der Vergangenheit ist, mit Vergleichen mit dem, wie wir heute stehen. Und dann müssen wir daraus eine Prognose ableiten. Letztendlich gibt es aus meiner Sicht keinen anderen Weg, wenn wir jetzt aus dem Value-Ansatz hergehen und sagen, wie entwickelt sich was? Und dann gucken wir uns die aktuellen Nachrichten an und stellen fest, oh, alle verdammen den Bitcoin. Ja, viele schreiben wieder, Bitcoin ist tot. Wobei es da auch wieder ruhiger geworden ist, ganz einfach deshalb, weil es für die Medien jetzt auch ein bisschen langweiliger geworden ist, darüber zu berichten. So, jetzt gucken wir mal, wie erstmal die Anzahl der im Umlauf befindlichen Bitcoins aussieht. Logischerweise, diese Anzahl, jetzt gucken wir mal immer Alltime, diese Zahl der Bitcoins steigt kontinuierlich. Woran liegt das? Für die, die das auch nicht verstehen, der Bitcoin wird erzeugt durch den Mining-Prozess. Das heißt, durch den Prozess, der die Transaktionen im Netzwerk verifiziert. Dieser Prozess belohnt die Leute, die dieses dezentrale Netzwerk aufrechterhalten, durch einen sogenannten Block-Reward. Das heißt, alle 10 Minuten gibt es eben für das Schreiben eines Blocks für den entsprechenden Bitcoin-Miner eine Vergütung. Diese Vergütung ist im Augenblick bei 12,5 Bitcoin und wird weniger, und zwar am 2020 findet das sogenannte Halving statt und dann halbiert sich die Anzahl der neuen Bitcoins, die entstehen. Und das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, wenn nämlich die neu erzeugten Bitcoins sich halbieren, dann ist natürlich der Punkt, dass die Umlaufmenge sich auch reduziert, das heißt derjenigen, die auch Bitcoins anbieten zum Verkauf, und dann wird es vielleicht entweder interessant, was die Preisentwicklung angeht. Also diese Information sagt uns erstmal nur, das Bitcoin-Netzwerk entwickelt sich im Sinne von, es entstehen immer wieder neue Bitcoins. Das sagt uns über den Preis erstmal nicht viel aus, außer, dass natürlich, man muss das auch mal sehen, es sind immer die letzten Jahre neue Bitcoins dazugekommen. Ja? Das heißt, obwohl eben alle 10 Minuten neue Bitcoins entstehen, hat sich der Preis in die Höhe entwickelt. Auch erstmal zum Verständnis. Wir haben eine Ressource, die sozusagen ständig neu entsteht und dennoch steigt der Preis. Was im Verhältnis zu beispielsweise Gold, wo man sagt, es gibt weltweit einfach nur eine gewisse Menge, ja, eben auch ein interessanter Vergleich ist. Wobei der hakt noch ein bisschen, weil wir sehen natürlich auch beim Gold, es gibt ja Goldminen, da wird immer wieder neues Gold geschürft. Aber man sagt ja, es gibt so eine gewisse maximale Menge, so wie beim Bitcoin auch, es eben nur 21 Millionen Bitcoins gibt. Und so hat man, sage ich mal, eine Korrelation. Und beides Mal ist es sehr schwer, diese Kryptowährung zu bekommen. Diese neue beim Mining, daher kam auch der ursprüngliche Vergleich, war es eben beim klassischen, bei der Mine, ist es klassisch schwierig, einen Goldnugget zu finden. So ist es hier auch. Hier muss man enorm viel Leistung, Energie aufwenden, um einen Bitcoin eben zu erhalten durch das Mining. Aber dazu gibt es auch noch ein paar Fundamentaldaten, die möchte ich gleich nochmal erklären. So,
Dann gucken wir im nächsten Schritt mal den Marktpreis in US-Dollar an. Ja? Auch das ist gerade eine schöne Grafik, aber die interessiert uns gar nicht. Wir schauen uns jetzt mal All-Time an. Wir gucken uns mal an, wo wir denn gerade stehen. Wir sehen, wenn wir jetzt mal von Januar 2013 ausgehen, da sehen wir, da stehen wir ziemlich gut da. Also im Verhältnis zu 14 US-Dollar, jetzt bei 3.580 US-Dollar. Wer damals gekauft hat, hat natürlich heute einen guten Deal gemacht. Gleichzeitig ist es aber so, wer hier gekauft hat, ja, der ärgert sich natürlich. Nur, was war das denn eigentlich? Das war eine Phase, nämlich die hier, in der der Bitcoin extrem gestiegen ist. Und zwar innerhalb kürzester Zeit. Man muss mal sehen, aus welchem Zeitraum. Wir sind hier am 16.07.2017. Also wir sind hier im siebten Monat des Jahres 17. Und wir haben das Allzeithoch schon bereits im Dezember gehabt. Das heißt, das war eine ganz, ganz schnelle Geschichte, bei der man ja verschiedene Effekte darauf zurückführt. Dieses Fear of Missing Out. Viele Investoren hatten Angst, das zu verpassen. Die Medien haben den Bitcoin extrem in den Mittelpunkt gerückt. Es gab ganz viel Spekulationen. Viele Leute hatten jetzt eben auch aufgrund der letzten Jahre der letzten wirtschaftlichen Situation, viele haben einfach auch private Leute hatten viel Geld, niedrige Zinspolitik überall auf der Welt. Das heißt, das Geld ist sozusagen weniger wert. Hätte man auf der Bank die letzten Jahre Also hätte man diesen Krypto-Hype hätte es nicht gegeben, würde man auf der Bank konstant seine 4 bis 5% Zinsen bekommen. Ja, das muss man dazu auch sagen. Das heißt, bei einer Niedrigzinspolitik, Fiat-Geld war weniger wert. Wir hatten jetzt einen medialen Hype durch das Internet. Der Zugang war einfacher. Also der Bitcoin ist jetzt also sehr schnell bekannt geworden. Also haben auch viele gesagt, jetzt will ich da rein. Es gab schnelle Börsen. Es gab die Möglichkeit, da günstig einzusteigen am Anfang. Und so hat sich die Sache natürlich zu einem Hype entwickelt. Einfach nur mal vom Verständnis, wenn wir uns mal die Entwicklung von Bitcoin auf der gesamten Zeit angucken. Also wir sind jetzt auch nicht an dem Punkt, bei dem nach diesem Hype jetzt alles auf Null runtergegangen ist. Oder wir wieder an dem Stand von keine Ahnung, 2015 sind mit 200 Dollar. Nein, wir sind immer noch bei 3.580 Dollar. Ja? Ob das jetzt viel oder wenig ist, das spielt erstmal für mich nicht so eine große Rolle, wenn ich mich frage, ob ich in so eine Kryptowährung investieren möchte. Sondern jetzt gucke ich mir noch was anderes an. Wir haben zwar hier einen richtigen Peak nach unten gehabt, aber seitdem sind wir auch relativ stabil. Aber jetzt gucke ich mir noch was ganz anderes an. Und zwar jetzt gucke ich mir an, was im Augenblick passiert an den Fundamentaldaten in dieser Blockchain. Wir haben hier verschiedene Blockdetails. Das ist nicht so interessant. Lass uns den Hashwert angucken. Ein Hashwert ist auch sehr interessant. Ich hatte vorhin berichtet über die Bitcoin-Miner. Das sind die, die Transaktionen verifizieren und die letztendlich dafür Bitcoins bekommen. Die machen das auch nur, weil die haben Stromkosten, Hardwarekosten und so weiter, wenn es sich für die lohnt. Und für mich war das sehr, sehr interessant zu sehen. Jetzt machen wir auch wieder All-Time. Für mich war das auch sehr interessant zu sehen. Das war gerade im letzten Jahr, als dann der Bitcoin so gefallen ist. Ist die Hashrate weiter gestiegen. Das heißt, die Anzahl der Geräte am Netz und auch der Strom, der eingebracht wurde ins Netz, dieser Wert ist weiter gestiegen, obwohl der Bitcoin gefallen ist. Das heißt, am Anfang 2018 waren die Leute noch sehr optimistisch und haben gesagt, okay, jetzt verdienen wir zwar nichts mehr dran, wir machen sogar Minus, aber wir lassen die Geräte weiterlaufen. Das heißt, wir haben einen Großteil der industriellen Miner und aber auch große Industrien, die dann geglaubt haben, dass der Bitcoin weiter wichtig ist und das existiert. Ja? So, und die haben beide in Rechenleistung investiert. Nur man sieht hier so langsam, jetzt geht denen das Geld aus. Das ist so passiert im Laufe des Jahres 2018. Jetzt am Ende 2018 ging es dann los Richtung 2019. Jetzt hat sich die Sache ein bisschen beruhigt. Die Anzahl der Miner wurde reduziert. Warum? Viele sind vom Netz gegangen, haben keine Kapital mehr gehabt, um eben weiter Mining betreiben zu können. Auch wieder eine wichtige Information. Auch das ist nicht auf Null gegangen, sondern wir sind immer noch auf einem enorm hohen Niveau. Wir sind jetzt gerade, man muss das hier mal als Zahl sehen, ja, wir sind bei 42 Milliarden Terahash pro Sekunde. Also extrem großer Wert, also Millionen Terahash pro Sekunde, extrem hoher Wert, der beschreibt einfach, wie viel Rechenleistung passiert im Netzwerk. Ein Hash, wer das nicht weiß, ist ein Zyklus, wo man den Inhalt mit der Nonce gemeinsam quasi in den Funktion reingibt, um so einen Block zu berechnen. Und
Das ist schon enorm, was da noch an Rechenleistung da ist. Also die Infrastruktur ist dennoch so groß wie noch nie. Aber das lasst uns mal auch dahingestellt sein, wie sieht die Infrastruktur aus? Die Hash-Verteilung interessiert mich gerade nicht so. Wer hasht, meint wie viel? Okay. Mining-Einnahmen, das sieht man hier eindeutig. Obwohl die Rechenleistung sozusagen auch gestiegen ist, sieht man, ist hier der Preis gefallen. Das heißt, die Miner haben ganz, ganz wenig nur noch gekriegt für ihre Rechenleistung. Und da sieht man hier, die haben relativ viel Verlust gemacht, gerade in den letzten Monaten. Das heißt, die Leute, die das Netzwerk betrieben haben, die haben daran geglaubt und haben weiter Rechenleistung und Geld investiert. So, Schwierigkeitsgrad brauche ich auch nicht beschreiben. Das ist ziemlich in Korrelation mit dem Hashwert. Die Schwierigkeit beschreibt vor allem, wie schwierig ist es, wenn ich selber meine, dass pro Einheit Rechenleistung, die ich einbringe, dass wie wahrscheinlich ist, dass ich dafür ein Bitcoin bekomme. So, es ist sehr technisch jetzt, aber das jetzt kommt zu einem wichtigen Punkt. Jetzt lasst uns nochmal über die Fundamentaldaten des Nutzens der Kryptowährung reden. Zum Beispiel Gesamttransaktionsgebühren. Auch nicht so interessant, lasst uns erstmal gucken, Kosten pro Transaktion. Lasst uns auch mal All-Time gucken. So, jetzt schaut mal, was im Augenblick eine Transaktion kostet. Und wir sind eigentlich jetzt gerade sogar noch günstiger als 2011. Das heißt, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir sagen können, dass das quasi eine Bitcoin-Transaktion, also was es kostet, einen Bitcoin zu übertragen, ist so günstig wie ein bisschen knapp 2011. Ja? Das heißt, wir haben hier einen extremen Peak gehabt und jetzt gerade ist es super, super günstig. Ihr merkt es ja auch, kenne Unternehmen, die übertragen mal kurz 100.000 Dollar mit nicht mal 4 Dollar Transaktionsgebühren. Ja? Nicht mal ein paar Cent, also die Blockchain lässt gerade alle Transaktionen weiter, weil es ist im Prinzip kein großer Stau da. Im Augenblick lässt sich super, super günstig Bitcoin bezahlen. Ja? Einfach mal auch wichtig zu verstehen. Jetzt gerade ist es super günstig. Der Bitcoin wurde weiterentwickelt, das Thema Lightning Network kommt wahrscheinlich nächstes Jahr ein bisschen intensiver, aber da entwickelt sich was, das heißt, die Technologie hat sich weiterentwickelt. Diesmal zu dem Punkt. So. Jetzt lasst uns noch eine wichtige Information angucken. Und zwar einzigartige Adressen. Ja, lasst uns mal gucken. Moment, Moment, lasst uns gucken. Da gibt es nämlich noch einen interessanten Punkt. So, nämlich Anzahl der Bitcoin-Transaktionen pro Tag. Lasst uns auch mal pro Tag gucken. Insgesamt gucken, wie das aussieht. Wow, das ist für mich zum Beispiel eine wichtige Information. Wenn ich mich frage, will ich in Bitcoin investieren? Nämlich, wie viele Transaktionen finden da eigentlich pro Tag statt? Also, wie viele Leute nutzen eigentlich dieses Netzwerk und wie viele Transaktionen passieren da? Und wir sehen, wir haben hier, das ist wahrscheinlich dann der Peak gewesen, genau hier, 12.2017, also im Dezember, da war der Peak, da haben am meisten Transaktionen stattgefunden. Dann ist es extrem abgefallen, aber schaut mal, was da passiert. Wir sind gerade wieder an einem Punkt, an dem die Anzahl der Transaktionen massiv zunimmt. Das wird wieder viel, viel mehr in Kryptowährungen gehandelt. Und das ist natürlich ein Punkt. Das ist ja ein Signal dafür, dass die Kryptowährung auch genutzt wird. Für Bezahlung, für verschiedene Dienste, zum Wertespeichern und so weiter. Das heißt, auch wieder extrem interessante Informationen. Das ist für mich ein klares positives Signal gerade. Und jetzt wollen wir mal gucken. Und das ist für mich auch interessant, geschätzter Transaktionswert. Also nicht nur, wie viel wurde transferiert, sondern wie hoch war denn der Wert der Transaktionen? Lasst uns da auch mal All-Time-High gucken, All-Time schauen und sehen mal, ah, okay, hier wurden richtig große Werte bewegt, ja, 2011. Aber jetzt lasst uns hier mal gucken, was ist eigentlich jetzt im Augenblick, was passiert denn hier? Hier wurden innerhalb von wenigen Tagen 629.000 Bitcoin gekauft. Hier oder bewegt, 319.000 Bitcoin bewegt, 216.000 Bitcoin bewegt. Also wir haben offensichtlich einen sehr großen Peak dafür, quasi wie gerade im Blockchain-Netzwerk Aktivität ist und es werden hohe Voluminas bewegt. Und wenn ihr jetzt diese Informationen mal nehmt, die Website findet ihr unter blockchain.com und dann Charts, und euch diese Informationen mal anschaut, dann wird euch klar, da hat sich was getan in den letzten Monaten. Nämlich im Bitcoin-Netzwerk wurden mehr Transaktionen gemacht, die
Hashpower ist nicht auf Null gegangen, der Wert ist nicht auf Null gegangen, es hat sich aufgefangen und man redet hier bei der Charttechnik von einer Bodenbildung. Und jetzt ist die Frage, sind wir schon über diese Bodenbildung hinaus oder kann er noch mal fallen? Das kann auch ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, es ist interessant, wie gerade die Fundamentaldaten in Bitcoin sind. Also jetzt beantworte für dich selber die Frage. In einem Netzwerk, bei dem trotz schlechter Marktsituation die Hashrate wieder steigt, die Transaktionsmengen steigen, die Transaktionsvolumina steigen. Wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt darauf abzuleiten ist, dass irgendwann mal der Wert sich wieder stabilisiert, vielleicht sogar wieder diese alte Höhe erreicht? Weil man muss natürlich wissen, die Anzahl der neuen Blockadressen, also der neuen Wallets, hat ja exponentiell zugenommen. Würde heute nochmal so ein Hype kommen mit Fear of Missing Out, hätten wir natürlich eine ganz andere Grundlage wie jetzt noch 2017, bei dem viele Handelsplätze zugemacht haben, weil sie gesagt haben, sie kommen mit dem Ansturm nicht mehr klar. Große CEOs wie von Binance meinten, also einer größten Handelsplattform im Kryptobereich, meinten, dass eben jetzt der Ansturm bewältigt werden könnte. Was bedeutet das, wenn da nochmal was kommt? Also mal unabhängig davon, was die Medien sagen, die Fundamentaldaten sprechen gerade für eine recht positive Situation im Bitcoin-Netzwerk und oder im Kryptomarkt. Nennen wir es nochmal Kryptomarkt, wenn wir Bitcoin nur als Indikator und Leitwährung betrachten. Jetzt müssen wir einfach mal schauen, was passiert. Ich würde sagen, dieses Video gibt jetzt mal ein bisschen Einblick, wie ich die Sache angehe, was für Daten ich mir anschaue und warum ich zum Beispiel, ja, ich persönlich mir einen Sparplan eingerichtet habe, mit dem ich jeden Monat regelmäßig Kryptowährung kaufe jetzt. Einfach, weil ich der Meinung bin, wir sind jetzt gerade in einem sehr interessanten Markt, um eben regelmäßig einzukaufen. Ich würde, so wie bei anderen Sparplänen oder anderen Anlagen, würde ich nicht mein ganzes Geld nehmen und jetzt kaufen, sondern ich würde immer schauen, dass ich meine Anlage so verteile, dass ich eben den Effekt mitnehme, dass falls er nochmal fällt, dass ich dann nochmal mich günstig einkaufen kann. Und wenn er dann steigt, dann eben aber auch dabei bin, jetzt dann vielleicht nicht mit der großen Summe, aber mit einer kontinuierlichen Summe. Und wenn ich mich in einen steigenden Markt kontinuierlich einkaufe, habe ich ja auch nichts verloren. Kaufe ich mich in einen kontinuierlich fallenden Markt ein, habe ich natürlich das Risiko, irgendwann gegen Null zu landen. Ich habe aber auch die Chance, irgendwann mal die Trendwende mitzuerleben. Die Entscheidung, ob ich kaufe oder nicht, mache ich also gar nicht vom Preis abhängig, sondern vielmehr davon, ob ich dran glaube, dass es sich irgendwann mal wieder erholt. Und die Frage ist, sind wir jetzt gerade schon wieder am Anfang eines Bullenmarkts oder sind wir noch mitten im Bärenmarkt? Diese Frage, da kann man mit Charttechnikern sehr viel darüber diskutieren. Ich würde sagen, dieses Video beende ich an dieser Stelle. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit. Und wenn dir das Video gefallen hat und noch andere Videos dieser Art dir gefallen, dann würde ich mich freuen über ein Abo. Abonnier bitte hier rechts unten im Video, gibt es einen kleinen Abo-Button für diesen Kanal und lass ein Like da. Und oder schreib doch einfach mal deinen Kommentar unter dieses Video. Ich würde mich sehr freuen. Damit bedanke ich mich und bis bald.